Herzlich willkommen zu diesem Videolernzyklus von Mathematik macht Freude, Freunde. Mein Name ist Markus und ich bin einer von zwei Coaches für das Arbeitsblatt Kurvenuntersuchungen 1. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Felix und ich bin ebenfalls dein Coach in diesem Videolernzyklus. Wir werden uns dann in einigen der nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin übergebe ich jetzt aber wieder an Markus. Danke, Felix. Und wir werfen nun einen Blick auf die Themen, die uns im Zuge des Arbeitsblattes erwarten werden. Wir werden Funktionen, wie hier links dargestellt, betrachten und insbesondere wird unser Ziel sein, die Extremstellen von solchen Funktionen zu berechnen. Das heißt, wir werden die x-Werte von Hoch- und Tiefpunkten berechnen. Diese x-Werte bezeichnet man als Extremstellen. Wie wir bereits wissen, ist es bei Hoch- und Tiefpunkten so, dass an diesen Punkten die Steigung der Funktion gleich 0 ist. Also an diesen Punkten hat unsere Funktion f, also hat die Funktion f, eine horizontale Tangente. Das heißt, für Extremstellen verschwindet die erste Ableitung. Das heißt, wir können sagen, dass wir unsere Kandidaten für Extremstellen finden, indem wir die erste Ableitung der Funktion gleich 0 setzen und dann auf x umformeln. Hier ist es wichtig dazu zu sagen, dass wir auf diese Weise nur Kandidaten für Extremstellen finden, denn tatsächlich können wir uns nicht sicher sein, ob die x-Werte, die wir gefunden haben, auch wirklich Extremstellen sind oder irgendwas anderes. Weil, dass die erste Ableitung gleich 0 wird, das passiert zwar bei Extremstellen, aber das kann auch bei anderen Stellen passieren. Das ist, hier können wir uns noch nicht sicher sein, ob wir wirklich Extremstellen gefunden haben. Und nun wollen wir aber wissen, wie wir uns sicher sein können. Und dafür betrachten wir das Monotonieverhalten und insbesondere schauen wir, ob sich bei diesen x-Werten, also bei den Stellen, die wir gefunden haben, das Monotonieverhalten ändert. Wir sehen hier zum Beispiel in der Grafik links, dass sich beim Hochpunkt das Monotonieverhalten von steigend auf fallend ändert. Also vorm Hochpunkt ist unsere Funktion steigend und nach dem Hochpunkt ist unsere Funktion fallend. Beim Tiefpunkt ist es genau umgekehrt. Also vor dem Tiefpunkt ist unsere Funktion fallend und nach dem Tiefpunkt ist sie steigend. Das heißt, wenn sich das Monotonieverhalten an der Stelle ändert, dann können wir sicher sein, dass es sich bei dieser Stelle um eine Extremstelle handelt. Ändert sich allerdings das Monotonieverhalten bei unserem Kandidaten nicht, dann können wir uns sicher sein, dass wir keine Extremstelle gefunden haben. Eine solche Stelle bezeichnet man als Sattelstelle. Nun wollen wir aber auch wissen, wie wir feststellen können, ob sich das Monotonieverhalten ändert. Also wir hier in diesem Beispiel können wir es natürlich grafisch feststellen, indem wir unsere Funktion betrachten. Aber wir wollen auch wissen, wie wir es mathematisch berechnen können, wenn wir keinen Funktionsgraphen gegeben haben. Und hierfür müssen wir dann einen Blick auf die erste Ableitung werfen. Und hier können wir schon einen Zusammenhang erkennen. Links von unserem Hochpunkt, also links vom x-Wert xHp, ist unsere erste Ableitung positiv und unsere Funktion f ist links vom Hochpunkt streng monoton steigend. Rechts vom Tiefpunkt ist unsere erste Ableitung ebenfalls positiv und unsere Funktion f ebenfalls streng monoton steigend. Das heißt, hier lässt sich schon einen Zusammenhang vermuten, nämlich dass wenn unsere erste Ableitung in einem Intervall größer als 0 ist, dann ist in diesem Intervall unsere Funktion f streng monoton wachsend. Die Umkehrung können wir schon erkennen, wenn wir zwischen dem Hochpunkt und dem Tiefpunkt das Intervall betrachten, also zwischen xHp und xTp. Hier sehen wir, dass unsere erste Ableitung negativ ist und unsere Funktion f ist in diesem Intervall, also zwischen Hoch- und Tiefpunkt, streng monoton fallend. Das heißt, ist unsere erste Ableitung in einem Intervall kleiner 0, dann ist in diesem Intervall die Funktion f streng monoton fallend. Und damit können wir nun wirklich feststellen, ob wir einen Extremschlag gefunden haben, indem dass wir unsere erste Ableitung unmittelbar links und unmittelbar rechts von unserer Extremstelle betrachten und dann somit feststellen, ob sich das Vorzeichen
der ersten Ableitung geändert hat und damit auch, ob sich das Monotonieverhalten unserer Funktion geändert hat. Nun ist es noch wichtig zu sagen, dass wir mit dieser Vorgehensweise nicht alle Extremstellen erkennen können. Also es gibt schon etwas verrückte Funktionen, da muss man auch ein bisschen suchen, damit man so eine Funktion findet. Aber es gibt auch Funktionen, die wir mit dieser Methode nicht erkennen können. Und ein Beispiel hierfür sind Funktionen, die kein Monotonieverhalten in der Umgebung der kritischen Stelle haben. Ein Beispiel hier seht ihr hier dargestellt, also die Funktion x hoch 4 mal Sinus 1 durch x, wenn x nicht 0 ist und 0, wenn x gleich 0 ist. Seht ihr grafisch dargestellt. Und für so eine Funktion scheitert unsere Methode oder liefert unsere Methode kein Ergebnis. Wenn ihr hierfür noch genauere Infos wollt, dann werft einen Blick in das Kompetenzheft Differenzieren 2. Hier bekommt ihr genauere Infos zu Funktionen wie dieser. Und auch ist es so, dass wir konstante Funktionen, also Funktionen, die in einem Intervall konstant sind, mit dieser Methode ebenfalls die Extremstellen nicht feststellen können. Das war's für das Begrüßungsvideo. Ich wünsche dir viel Spaß für diesen Videolernzyklus und wenn du bereit bist, dann können wir gemeinsam loslegen.